fallen Sie mir aber ja nicht in Ohnmacht. Sie haben nämlich wirklich gewonnen. Und ist es viel? Ja, natürlich ist es viel, sonst wären Sie ja nicht da. Es ist eine halbe Million. Eine halbe Million? Entschuldigung, es ist nur, ich habe vorher noch nie irgendwo mitgespielt und dann direkt gewonnen. Wir raten jedem Gewinner, mindestens 24 Stunden zu warten, bevor Sie mit jemandem sprechen. Ach, gilt das auch für meinen Freund? Naja, es ist ein Ratschlag, der sich bewährt hat. Eine halbe Million. Also, wenn ich die Werte gemessen habe, dann nehme ich den Pen. Ja. Und spritze das Insulin. Sehr gut. Hat dir Michael auch beigebracht, dass du immer diesen Ausweis bei dir tragen musst? Ja, hat Papa mir gesagt. Und noch ein Foto von dir reinkleben, ja? Wie fühlst du dich denn? Gut. Das mit dem Zuckerschock ist ja nur passiert, weil ich alleine war. Es muss einfach immer jemand bei mir sein. Du kannst auch zur Sicherheit immer ein Stückchen Traubenzucker dabei haben. Und Finn hat versprochen, auf mich aufzupassen. Wo ist er eigentlich? Tanja, du bist dran. Mhm. Soll ich den so? Nee, lieber so, ne? So, fertig. Und? Naja, sie hat noch ein bisschen Angst, aber an und für sich hat sie es ganz toll gemacht. Willst du auch mal? Na klar. Achtung, Konzentration. Clemens. Hey. Warum bist du schon zu Hause? Lokschaden. Was ist denn los? Warum meinst du? Ach, nichts. Nichts Schlimmes. Ich hab dich vermisst. Clemens, ernsthaft? Ist das dein einziges Thema? Mir ist momentan einfach nicht nach Sex. Hey. Was ist los? Geht gleich wieder, ist nur mein Kreislauf. Mann, Vicky, das wirkt deutlich schlimmer als sonst. Du musst endlich zum Arzt gehen. Auf keinen Fall. Wie lange ist das her? 5 Jahre? Ich will aber nicht mehr. Jetzt hör auf, mich damit zu nerven. Papa, Papa. Ey, oh. Ich zieh mich um. Ich gehe nachher noch zum Bowling. Wir bringen dich jetzt ins Bett. Gehen Sie nicht rein? Weil es ein Hotel ist. Es wird meinem Vater nicht gefallen. Und Sie? Das wird meiner Freundin nicht gefallen. Hey. Hey. Ich dachte schon, du hast es dir anders überlegt.
Wow, Janine, du siehst toll aus, kaum wiederzuerkennen. Danke. Schon was anderes als die Zugbegleiteruniform. Du, ich mach sowas eigentlich nicht. Bedank dich bei den maroden Zugbremsen für diese neue Erfahrung. So eine Übernachtung in einer fremden Stadt, hm? Kann doch Vorteile haben. Komm, lass mich mal machen. Janine, hast du okay? Schreck doch mal. Keine Sorge, Frau Becker, alles wird gut, wir sind bei Ihnen. Sagen Sie, sind Sie auch noch auf den Kopf gefallen? Nein, nein, das ist nur das Auge. Alles klar. Wir geben Ihnen jetzt ein Schmerzmittel und dann geht es Ihnen gleich besser. Und dann bringen wir Sie in die Klinik, einverstanden? Wissen Sie, wo die ist? Ja. Nein. Nein. Wir sind nur auf der Durchfahrt. Kann ich mitkommen? Ja, ja, klar. Ja. So. Jetzt wird's gleich besser, Frau Becker. Alles gut. Alles gut. Bleiben Sie ganz ruhig. So, Michael, das ist Janine Becker. 30 Jahre alt, hat einen Sektkorken aufs rechte Auge bekommen. Ich konnte es mir aber nicht näher anschauen. Das müsstest du bitte machen. Auf jeden Fall sind Schmerzmittel willkommen. Ja? Frau Becker, das ist Dr. Sandmann. Sie sind jetzt in den besten Händen. Ja? Werde ich blind? Machen Sie sich keine Sorgen. Wir schauen uns das jetzt gleich ganz genau an. Ich bin Zugbegleiterin, ich brauche meine Augen. Wie soll ich denn so durch die Waggons kommen? Ich versorge jetzt erstmal die Platzwunde und dann geht's weiter zum Augenarzt. Clemens, wo bleibst du denn? Lilly schläft schon und ich... Es tut mir leid wegen vorhin, ich war durcheinander. Und du hast recht, es geht mir wirklich nicht gut. Ach, Herr Becker, Sie können zu Ihrer Frau gehen. Sie ist nicht. Bitte? Wir sind nicht verheiratet. Clemens Jacobi. Hallo. Wie geht's dir denn? Wenn Sie nicht verwandt sind, darf ich Ihnen leider dazu nichts sagen. Aber gehen Sie doch rein zur Rezeption und fragen, in welchem Zimmer sie liegt. Vielleicht erzählt sie es Ihnen selbst. Mach ich, danke. Wissen Sie es nicht, wie es aussieht oder was Sie vielleicht denken? Also, es ist auch nichts passiert. Hören Sie, Sie müssen sich nicht rechtfertigen. Ich bin verlobt und habe ein Kind. Wenn das mit dem Kork nicht passiert wäre, dann... Keine Ahnung, wie es weitergegangen wäre. Neuer Einsatz, Christian. Amberstraße 5 bei Schäfer Jacobi. Da wohne ich. Ich weiß, Sie dürfen mir nichts sagen. Hey, wo sind Taxis? Besser einschlafen können. Ach, morgen. Wann hast du da Dienst im Krankenhaus? Vormittags. Also ich kann Finder von der Schule abholen und Rosa, die hat, glaube ich, nach der vierten Schluss. Gut, dann gehe ich gleich nach der Arbeit einkaufen und dann koche ich was, weil Inge und Bernd sind den ganzen Tag im Treffpunkt Eisenach. Paul sagt, ihr bringt Rosalie und Finn ins Bett. Hallo. Hallo. Hi, halb irgendwie Bruderherz. Na? Oh, da wird Christian sich aber freuen. Ja, mal gucken, ob der sich freuen wird. Aha. Ich gehe mal zu Lotte. Wir wollten noch eine Serie gucken. Ist gut. Schön, dass du da bist. Ja. Was ist los? Es geht mir nicht gut. Kann ich dir helfen? Weiß ich nicht. Wo ist Papa? Der hat Bereitschaft. Hm. Ich will nicht ins Krankenhaus, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Lili schläft schon. Sie ist meine Tochter. Sie ist 5. Ich möchte aber trotzdem, dass die Zeit nach zum Hausarzt gehen. Wer ist denn das? Das ist... Das war... Ich weiß nicht. Sonst komme ich zu Ihnen. Okay, gern. Ah, Herr Jacobi.
Wir sind uns vorhin begegnet, als ich auf dem Weg nach Hause war. Ja, also, wir sehen uns. Ne? Der Kollege macht dann gleich den Zugang weg. Was fehlt dir denn? Sie hatte Kreislaufprobleme. Soweit ist sie jetzt stabil und was die Ursache ist, werden wir noch rausfinden. Ne? Also, tschüss. Bin draußen. Du lässt dich untersuchen? Wir finden endlich raus, was mit dir ist. Hier unten. Ich bin eingenickt. Die sind aber schön. Wo kriegt man denn sowas um diese Uhrzeit? Toll. Das sollte eigentlich eine Überraschung für morgen früh sein. Ich finde sie auch jetzt schon schön. Piwi war da. Was heißt war? Er schläft im Hotel. Im Hotel? Er und Anke haben Probleme, mehr weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, er braucht seinen Vater jetzt. Ich stell ihn ins Wasser. Ich will einfach nichts übersehen. Dass Rosalie Panik davor hat, allein zu sein, das beschäftigt mich halt. Und als Ärzte wissen wir ja, dass Erkrankungen Einschnitte sind, die auch die Psyche belasten können. Wir müssen halt eben mit der Situation umgehen. Was machen wir zum Beispiel bei Kindergeburtstagen? Na, ich will sie da nicht ausgrenzen. In dem Fall bin ich für Insulinspritzen und gegen speziellen Diabetikerkuchen. Finde ich gut. Was ist mit Sport? Lässt du sie weiter zum Fußball gehen? Ja. Na klar, findest du auch im Verein. Die beiden machen mittlerweile fast alles zusammen. Die halten zusammen wie Bruder und Schwester. Finn hat bei Rosalies Schokoladenkonsum gelogen und jetzt passt er auf sie auf. Trotzdem müssen wir jetzt darauf achten, dass sich Finn nicht alleine für Rosalie verantwortlich fühlt. Mhm. Gut, ich muss los. Wir sehen uns. Viel Spaß. Immer sind die nicht schön? Ein Traum. Christian hat mir gestern mitgebracht. Wieso schläfst du denn im Hotel? Weil ich irgendwie nicht bei euch zu Hause sein wollte. Ich dachte eigentlich, wir können immer über alles reden. Was ist los? Das mit der Liebe ist ziemlich kompliziert. Ja, das stimmt. Darum heißt es ja auch in guten wie in schlechten Zeiten. Genau, und ich bin gerade in ziemlich schlechten Zeiten. Habt ihr Probleme? Ich habe mich von Anke getrennt, weil ich mich verliebt habe. Okay. Entschuldige, weil... Du wirfst deine Ehe hin nur wegen so ein paar Hormonausschüttungen? Papa. Seit wann geht denn das? Ich bin Anke nicht fremdgegangen, okay? Ja, es ist doch gut. Mann, Piwi. Familie ist das Wichtigste im Leben. Jetzt reiß dich mal zusammen. Du solltest dich vielleicht mal zusammenreißen. Was soll denn das, mich hier mit Vorwürfen zuballern, obwohl du überhaupt nicht weißt, worum es geht? Schade. Schade, dass du es nicht schaffst, ein vernünftiges Gespräch zu führen. Jetzt warte doch mal. Mann, es tut mir leid. Ich wollte dir einfach einen Rat geben. Ja, hast du nicht geschafft, leider. Piwi!
man so hat, Dr. Kleist. Ich fühle mich schlapp, bin müde, habe immer wieder Kreislaufprobleme. Im Grunde geht es mir seit 5 Jahren nicht richtig gut. Aber eben auch nicht richtig schlecht. Nur so schlimm wie gestern Abend war es noch nie. Und dann habe ich auch noch diese Riesensumme Geld gewonnen. Gratulation. Das hat sie bestimmt umgehauen. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mich so richtig darüber freuen kann. Nicht mal Clemens habe ich davon erzählt. Unsere Beziehung ist irgendwie nicht mehr so wie früher. Es tut mir leid. Frau Schäfer, Sie haben gesagt, seit 5 Jahren ist es anders. Wie war es denn vorher? Clemens sagt immer, ich war so fröhlich und hatte an allem Spaß. Clemens meinte, ich wäre depressiv. Also das mit der Depression, das werden wir auf jeden Fall überprüfen. Allein schon, dass Sie es aus Ihrem Kopf rausbekommen. Aber mir fällt da was anderes auf. Wie ist denn das mit den Augenbrauen? Die sind ganz schön licht geworden. Aber ich weiß nicht mehr, wann mir das zum ersten Mal aufgefallen ist. Nehmen Sie vielleicht starke Medikamente? Beta-Blocker beispielsweise könnten solche Nebenwirkungen haben. Nein. Okay. Dann gucke ich mir das mal genauer an. Ja? Hallo. Hallo. Ich komme mit dem Essen. Bei uns muss nämlich niemand hungern. So. Oh, ich hab's geahnt. Seien Sie mir nicht böse, aber das ist Blumenkohl und ich hasse Blumenkohl. Na, hören Sie mal, Kohl ist gesund. Das ist mir egal. Ich komme gleich hier raus. Und dann hole ich mir zuallererst eine Thüringer. Der Stationsarzt kommt bestimmt gleich mit den Entlassungspapieren. Dr. Sandmann hat gesagt, dass mein Auge wieder völlig ausheilt. Ich habe wohl echt Glück gehabt. Das ist echt schön für Sie. Ich muss fragen, sorry. Was wollen Sie mit dem Sekt eigentlich feiern? Die Story hat sich rumgesprochen. Ja, schon. Ich wollte nichts feiern, ich wollte einen Mann verführen. Aha. Mhm. Will ich übrigens immer noch. Clemens ist ein absoluter Hauptgewinn. Ja, dann ran da. Der war gestern gar nicht mehr hier. Ja, es gibt strenge Regeln. Hier kriegen nämlich nur Verwandte Auskunft. Ja klar, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht ist Clemens ja noch in der Stadt. Ich weiß nämlich gar nicht, wo der wohnt. Also der Haarausfall hat jetzt nicht nur was mit Ihren Augenbrauen zu tun, sondern betrifft alle Regionen Ihres Körpers. Nur die hier nicht. Haarausfall könnte natürlich auch hormonelle Gründe haben. Wann waren Sie denn zuletzt bei Ihrer Gynäkologin? Das ist schon lange her. Okay, wir haben hier eine ganz hervorragende Frauenärztin. Wenn Sie möchten, mache ich Ihnen einen Termin. Gerne. Es geht mir schon so lange so schlecht. Es wird Zeit, dass sich was ändert. Nora, machen Sie bitte einen Termin bei Tanja für Frau Schäfer und schicken Sie Frau Dr. Thelen rein. Danke. Ich würde gerne noch eine zweite Kollegin hinzuziehen. Die ist frisch von der Uniklinik. Noch mehr Ärzte? Ist mein Fall so kompliziert? Ah, Frau Dr. Thelen, das ist Frau Schäfer. Wir machen einmal großes Blutbild, Urintest und eine Biopsie von Ihrer Haarwurzel. Frau Schäfer. Hallo. Ah, Herr Kirchner. Labor- und Urintest brauche ich bitte. Und danach zu mir ins Sprechzimmer. Und wir sehen uns dann später. Okay, wunderbar. Dann kommen Sie einfach mit. Hören Sie etwa immer noch die Liebeslieder von Schubert? Die haben es Ihnen wohl angetan. Was wollen Sie denn jetzt damit sagen, Frau Thelen? Gar nichts. Das ist ja ganz was Neues. Dass Sie mal mit etwas gar nichts sagen wollen. Also, wie lautet die Unterstellung? Frühlingsgefühle. Das ist auch kein Wunder bei dem Wetter. Hm? Ich kann dir gar nicht oft genug sagen, wie froh ich bin, dass du beim Arzt warst. Dr. Kleist ist wirklich unheimlich nett. Er hat überhaupt keine Vorurteile. Und er ist sich auch nicht sicher, dass ich depressiv bin. Das habe ich doch gar nicht so gesagt. Ich weiß, du machst dir nur Sorgen. Aber Dr. Kleist macht ganz viele Tests. Er fragt nach Symptomen. Er nimmt mich richtig ernst. Ich wollte dir nie was unterstellen. Das Ganze ist für mich auch nicht leicht. Hey. Auch wenn es irgendwie kompliziert ist zwischen uns gerade. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Wann müssen wir Lilly aus dem Kindergarten holen? Wir haben eine Stunde.
Ja, Kirchner hier am Apparat. Ich wollte Sie ganz kurz darüber informieren, dass wir den Termin verschieben können. Ja, wunderbar. Wiederhören. Piwi, was machst du hier? Wie läuft's in der Schweiz? Frau und Sohn wohl auf? Ja. Wohl auf. Das sieht ja nicht gerade aus wie das blühende Leben. Wenn das noch einer sagt, dann schreie ich. Weißt du, wo Papa ist? Also eben war er noch in der Teeküche. Danke. Ich hab dich vermisst. Ich dich auch. Wir sollten endlich heiraten. So wie wir es schon vor 5 Jahren geplant haben. Oh, warte, ich hol was. Wo ist das los? Was? Jetzt tu nicht so. Vicky, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das ist also der Grund, weshalb du mich heiraten willst? Die 500.000? Du hast was gewonnen? Dachtest du ernsthaft, ich merke nicht, wenn das Los an einer anderen Stelle liegt? Hey! Vicky! Vicky! Was ist? Phoebe. Ich habe nochmal nachgedacht. Lieber Anke. Nein, es geht nicht um unsere Ehe, es geht um mich. Okay. Ich habe sehr lange versucht, immer alles richtig zu machen. Und? Hör zu, Piwi, ich habe Verständnis dafür, wenn du ein Problem hast. Aber wenn du nicht mit mir darüber reden willst, ich kann keine Gedanken lesen, okay? Ich muss eine Praxis leiten. Ich habe mich in einen Mann verliebt, Papa. Bist du sicher? Was ist das denn für eine dumme Frage? Ich meine, seit wann weißt du das? Das weiß ich eigentlich schon seit immer. Und wieso heiratest du dann Anke? Wieso setzt sie ein Kind in die Welt? Ich habe versucht, es allen recht zu machen. Ich wollte dich nicht enttäuschen, ich wollte mich nicht enttäuschen, ich wollte niemanden enttäuschen, aber es geht nicht. Aber ich kann nichts dagegen machen. Und ich will auch nichts mehr dagegen machen. Mein ganzes Kartenhaus einfach zusammengebrochen. Chef, wir haben Notfall. Die Frau Schäfer ist zusammengebrochen. Wir reden später. Sie haben tatsächlich erhöhten Blutdruck. Ich habe mich auch gerade schrecklich aufgeregt. Aufregung ist nicht gut für den Kreislauf, Frau Schäfer. Allerdings glaube ich, dass es hier eine andere Ursache hat. Wir haben in Ihrer Urinprobe eine erniedrigte Osmolalität festgestellt. Das spricht eventuell für eine Nierenproblematik. Haben Sie denn erhöhten Durst? Trinken Sie viel? Ja, ich dachte, viel trinken sei gesund. Ja, schon. Allerdings in der Kombination mit Haarausfall könnte das auch auf einen gestörten Hormonhaushalt hindeuten. Könnte das auch die Stimmungsschwankung erklären? Ja, natürlich. Jetzt warten wir erstmal den Laborbericht ab. Morgen früh sollte der vorliegen. Bis dahin gebe ich Ihnen ein Präparat für den Elektrolythaushalt. Und dann hätte ich ganz gerne, dass Frau Dr. Thelen heute Nachmittag noch mal einen Ultraschall von Ihren Nieren macht. Ich komme in die Praxis. Darf ich Sie bitten, das Los für mich aufzubewahren? Gibt es da nicht eine andere Möglichkeit? Es wäre mir wirklich lieber, wenn Sie es aufbewahren. Sie misstraut mir. Kommst du zum Mittagessen? Christian? Piwi ist schwul. Ach, das ist es.
total krass. Was, dass er schwul ist? Nein. Dass er seine Familie verlassen will. Okay, was ist los mit dir? Dein Sohn vertraut sich dir an und du bist sauer? Ich bin doch nicht sauer. Ich weiß, es gibt ganz viele Formen von Familienzusammenleben. Aber Fakt ist, er hat ein Kind in die Welt gesetzt. Er hat Verantwortung übernommen. Nur damit wir uns richtig verstehen, du hast kein Problem damit, dass dein Sohn homosexuell ist. Ach, spinnst du? Ich habe ein Problem damit, dass er wankelmütig ist. Mit Verantwortungslosigkeit. Und vor allen Dingen habe ich ein Problem mit mangelndem Vertrauen. Ich meine, all die Jahre hatten wir wirklich ein super Verhältnis. Wir konnten über alles reden, oder? Und jetzt verheimlicht er mir sowas. Um wen geht's jetzt? Um dich? Ja, auch. Mein Schatz, dein Stolz ist hier völlig fehl am Platz. Jetzt kannst du ja auch was mitessen. Danke. Clemens! Hi. Willst du uns dich vorstellen? Ja, klar. Janine, Vicky. Janine ist Zugbegleiterin. Wir fahren auf zusammen. Hallo. So, wir müssen noch los, sonst kommen wir zu spät zum Arzt. Moment mal. Sind Sie seine Freundin? Hallo. Ich finde, dass du mir eine Erklärung schuldig bist. Janine, jetzt mach kein Drama draus, ja? Zwischen uns ist nichts. Das hat sich aber gestern im Hotel ganz anders angefühlt. Ich dachte, du warst Bohlen. Vicky, du musst mir glauben. Ich weiß nicht, was ich dir noch glauben soll. Vicky! Lass mich! Also, linke Niere ohne Steine, ohne Stau. Rechte Niere, ebenfalls ohne Befund. Das heißt, Sie haben nichts gefunden? Das sind erstmal gute Nachrichten, Frau Schäfer. Mit Ihren Organen ist alles in Ordnung. Ja, aber Sie wissen auch immer noch nicht, was ich habe. Wir warten jetzt erstmal die gynäkologische Untersuchung ab und die Blutergebnisse. Dann spreche ich mit Herrn Dr. Kleist und wir sehen uns dann morgen. Sie dürfen sich wieder anziehen. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen? Nein. Ich weiß seit einer Stunde, dass mein Freund mich betrügt. Er behauptet zwar, da wäre nichts, aber ich habe sie ja gesehen. Sie ist jung, hübsch, hat eine positive Ausstrahlung. Und ich? Mir geht's immer nur schlecht und er muss meine Launen ertragen. Aber wir haben auch ein Kind, da trennt man sich doch nicht einfach so. Sie müssen jetzt erstmal rausfinden, was mit Ihnen los ist. Hm? Ich bin hier aufgewachsen. Eisenach ist meine Heimatstadt. Ich kenne Vicky seit dem Abi. Was ist denn da los bei euch? Du hast doch mit mir geflirtet, oder? Ja. Das hab ich. Ey, und du bist auch super sexy, Janine. Unter anderen Umständen. Vicky und ich haben einfach eine schwierige Phase. Soll das jetzt eine Entschuldigung sein? Kannst du mir verzeihen, dass ich dir Hoffnung gemacht habe? Ich will Vicky und mir noch eine Chance geben. Sie ist krank. Und wir haben ein Kind. Okay. Ich würde sagen, wir fahren erstmal nicht die gleichen Strecken.
Wer kein Glück in der Liebe hat, spielt. Was passiert, Herr Kirchner? Das habe ich, glaube ich, nicht nötig. Aber Sie vielleicht. Ach, Glücksspiel ist nicht mein Ding. Hm. Ihrs? Wenn ich zocken will, dann setze ich mich vor den PC. Da bin ich dann ganz für mich und habe meine Ruhe. Alleine, das ist immer wieder typisch. Sie Misanthrop. Misanthrop. Ich hasse Menschen nicht. Ich will nur nicht die ganze Zeit mit Ihnen zusammen sein. Und jetzt zu Ihnen. Wenn der Schein was wert ist, dann lösen Sie ihn ein und halten hier nicht den ganzen Betrieb auf. Das ist doch nicht mal mehr meiner. Dann geraten Sie gefälligst nicht in Versuchung. Danke für den Tipp. Da sind Sie! Komm, schnappen wir Sie, Rosalie! Alle auf die Piraten! Gib ihm ein bisschen Zeit. Du weißt doch, das Wichtigste für Christian ist die Familie. Ja, für mich ja auch. Aber ich bin gerade dabei, meine zu zerstören. Das tut mir weh. Ich habe schon gedacht, dass es nicht so einfach ist, herzukommen und euch das zu erklären. Aber dass Papa so rumstresst. Du hast ihn ziemlich überfallen. Überfallen? Ich habe gesagt, was los ist. Damit wird er ja wohl klarkommen. Nee, er ist stur. Wie immer. Nur seine Meinung zählt. Ihr seid euch ähnlicher, als ihr beide glaubt. Wie geht's, Anke? Ich habe versucht, mir vorzustellen, wie sie sich jetzt fühlt. Ich hoffe, dass sie mir verzeiht. Irgendwann. Ja. Anke ist eine ganz tolle Frau. Ja. Du hier. Mein Schatz, dein Sohn braucht dich. Er ist zu dir gekommen, zu seiner Familie, weil er sich hier geborgen und aufgehoben fühlt. Ja, ich weiß. Ja? Hm? Seine Ehe ist wahrscheinlich zu Ende. Ja. Aber Pivi wird sich immer um seinen Sohn kümmern. Daran gibt's doch gar keinen Zweifel. Da bin ich mir eben im Moment nicht so sicher. Pivi ist doch nicht plötzlich ein verantwortungsloser Mensch. Was ist eigentlich wirklich dein Problem? Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wieso es mir nicht vorher aufgefallen ist. Jetzt kreist du schon wieder nur um dich selbst. Christian. Ja? Vertrau ihm. Komm her.
Zu PW, ich... Es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, um mich an den Gedanken zu gewöhnen. Was ich damit sagen will, ist... Egal, was passiert, du bist und bleibst mein Sohn. Und ich liebe dich. Bedingungslos. Ich liebe dich auch, Papa. Tut mir leid, dass ich so ein Holzkopf bin. Ich habe dir nie von Anton erzählt, oder? Nein. Das war ein Junge aus unserer Mannschaft. Der war auch so ein Megatalent, wir beide. Mit dem habe ich immer abgehangen, habe dem alles erzählt. Wir haben alles geteilt. Und dann hat der Trainer, ich glaube, unser Trainer hat es geahnt, dass da was entsteht. Auf jeden Fall hat der dann dafür gesorgt, dass Anton in eine andere Trainingseinheit gekommen ist. Und dann habe ich Anke wieder gesehen und habe halt gedacht, das will ich, ein normales Leben. Familie, das war das, was ich mal wollte, eine Familie. Auch nachdem Mama gestorben ist. Ich habe mich dafür entschieden. Ich hatte auch Angst, dich zu verlieren. Hey, so schnell wirst du mir nicht los. Es ist nicht nur so, dass ich kaum noch Lust auf Sex habe. Ich habe vor allem Angst, wieder schwanger zu werden. War Ihre Schwangerschaft denn problematisch? Die Schwangerschaft war toll. Die Geburt war ein Albtraum. Was gab es denn für Komplikationen? Es war schrecklich. Ich habe so viel Blut verloren. Wie viel? Brauchten Sie Blutkonserven? Ich wäre fast gestorben. Konnten Sie stillen? Ich hätte es wirklich sehr gerne, aber was ich auch versucht habe, ich hatte einfach nicht genug Milch. Ich würde mir gern die Akten aus dem Krankenhaus kommen lassen. Frau Schäffers Hormonwerte sind völlig entgleist. Die Schilddrüsenwerte FSH und LH sind nicht im Normbereich. Kaum TSH-Ausschüttung. Dazu der Verlust der sekundären Körperbehaarung? Es könnte eine Funktionsstörung des hypophysen Vorderlappens sein. Vielleicht ein Gehirntumor? Ernsthaft? Dann sollten wir auf jeden Fall ein MRT machen. Ein MRT von meinem Kopf? Mhm. Was vermuten Sie denn? Also, es gibt verschiedene Hormone, die werden im Gehirn produziert. Genauer genommen in der Hirnanhangdrüse. Also, ganz genau gesagt, im hypophysen Vorderlappen. Und im was? Im hypophysen Vorderlappen. Die Hypophyse ist dieses kleine winzige Ding hier sehr wichtig für die Hormonbildung. Jedenfalls, das scheint bei Ihnen nicht zu funktionieren. Und deswegen möchte ich ein MRT machen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Könnte es ein Tumor sein? Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Sagen Sie, erinnern Sie sich, ob Sie vielleicht mal eine Gehirnerschütterung hatten? Durch meine Kreislaufprobleme bin ich öfter mal gestürzt. War nie richtig schlimm. Das klingt ja alles ganz furchtbar. Es ist irgendwie wie mit diesem Los. Ich weiß nicht, ob dieses ganze Geld mir Glück bringt oder ob es nur meine Beziehung zerstört. Haben Sie denn Bedenken? Clemens hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Aber vielleicht auch nur, um an das ganze Geld zu kommen. Ist er denn ein guter Vater? Ja, er kümmert sich rührend um Lilly, immer schon. Naja, früher hätte ich gesagt, es lohnt sich in jedem Fall, um die Familie zu kämpfen. Besonders, wenn Kinder im Spiel sind. Und heute? Heute denke ich, es kann Veränderungen geben, die eine Trennung sinnvoll machen. Wie schlimm ist das? Vielleicht ein Tumor.
Was? Du stirbst nicht, Vicky. Niemals. Das lasse ich nicht zu. So, Frau Schäfer, die ersten Aufnahmen sind fertig. Ich mache jetzt noch welche mit Kontrastmittel. Es kann am Abend ein bisschen kalt werden, also nicht erschrecken, ja? Frau Schäfer, ist alles in Ordnung? Frau Schäfer? Schäfer, ist gleich vorbei, ist gleich vorbei. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Was ist passiert? Ja, Frau Schäfer, bleiben Sie erstmal liegen, entspannen Sie sich. Sie hat eine allergische Reaktion auf das Kontrastmittel. Ist das schlimm? Ja, zum Glück sind wir darauf vorbereitet. Es kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Und was ist mit der Untersuchung? Naja, ich glaube, ich habe genügend Bilder, um was zu erkennen. Sie müssen da nicht nochmal rein. Die Hormonwerte sind völlig durcheinander geraten. TSH zeigt kaum eine Ausschüttung. Was hat denn die Sonographie ergeben? Ohne Befund. Laut dem MRT kein Tumor, aber ein suspekter Befund in der Hypophyse. Das passt zu den endokrinologischen Ergebnissen. Also ich habe eine Vermutung. Diese wirklich schlechten Hormonwerte. Frau Schäfer hat unter der Geburt sehr viel Blut verloren. Sie konnte nicht stillen. Es könnte sich um das Sheehan-Syndrom handeln. Sehr selten. Ist dieses Syndrom jetzt besser oder schlechter als ein Tumor? Vor allen Dingen brauchen Sie keine OP. Mir fehlen nur all diese Hormone. Genau. Einige sind wichtig für bestimmte Körperfunktionen. Wie für das Wachstum der Haare? Mhm. Auch dafür. Ihre Kreislaufprobleme kommen zum Beispiel daher. Auch die Schilddrüsenunterfunktion und die latente Unterzuckerung. Also was können wir jetzt tun? Also, Frau Ewald und ich haben das ausführlich diskutiert. Wir würden zu einer Hormontherapie raten. Dann fühlen Sie sich augenblicklich besser und möglicherweise beginnt Ihr Hypophysenvorderlappen wieder mit seiner Arbeit. Also, die Mama kriegt jetzt Medizin, damit es ihr wieder besser geht. Ah. Oh, Papa! Aufwischen. Lilly hat das Los an einen anderen Platz gelegt. Ich war nie an dieser Schublade. Es tut mir leid. Wann heiraten wir? Morgen. Oh ja! Hast du dein Insulin schon gespritzt? Papa, natürlich. Ja, ich frag ja nur. Beim Fußball komme ich auch zurecht. Ich bin die Einzige, die einen Müsli-Riegel bekommt, bevor es losgeht. Ja, ist doch super. Ich hoffe übrigens, es ist okay für dich, dass ich mit Tanja und Michael gesprochen habe. Ja, klar. Gut, dann hast du ja das Schlimmste jetzt schon hinter dir. Will jemand? Du meinst, es wird leicht, jetzt, wo ich mit meinem Vater durch bin? Ja, klar. Hör mal, und wenn nicht, ich stehe zu dir. Das weißt du, oder? Ja, also. So. Könnt ihr mir kurz zuhören? Ich habe was zu verkünden. Ich habe mich in einen Mann verliebt. Ich bin schwul. Ja, cool. Kann ich mal den Ketchup? Ja, möchtest du auch? Ich nehme auch Ketchup. Ja. Normalität, alles gut. Extra Wurst für dich? Wow. Für dich wieder Zwiebeln? Salat. Salat.
für dich ein bestimmtes Programm.